bekommen, aber hat es wirklich fantastisch gemacht. Gute Ballbewegung, am Schluss jetzt Tim Köpple und das ist der erste Dreier von Tim Köpple und ich habe es am Anfang gesagt, der ist tatsächlich von Saison zu Saison immer stärker geworden, letzte Saison absoluter Leistungsträger, jetzt auch Kapitän der Nürnberg Falken. Im Vorfeld natürlich nie sicher, was ist das für eine Mannschaft, die da zusammengestellt worden ist, aber hat man richtig gut gemacht und den hat man richtig, richtig gut sich rausgesucht. Touchscreen 69-60 für die Adler Dragons. Den Abschluss hat er sich nicht zugetraut, aber dafür der Extrapass auf Dan Monteroso. Ja, schönes Anspiel hier unterm Korb und dann raus auf Adi Breitlau. Wieder der Offensiv-Rebound. Genau, du sagst es, der Rebound. Für Miller, wohlgemerkt, der kleine Point Guard, zweiter Offensiv-Rebound. Und dieser Mann mit dem zweiten, dann im zweiten Abschluss, wird hier gut in Szene gesetzt. Und die Eisbären dürfen die Führung jetzt weiter ausbauen, in Form von John Samare und dem nächsten spektakulären Abschluss. Er testet die Korbanlage hier in Bremen. Stepwell von draußen, da ist der erste Dreier für die Titans. Bestimmt auch ein paar Spiele gekostet. Welche Antwort kommt von Grant Heichmann? Schöner Alley-oop auf Robertson. Machen die Tür hier noch nicht im dritten Viertel zu, sondern vertänzeln immer wieder den Ball. Hier haben sie wenigstens den Offensiv-Rebound. Schmikale steht zum Dreier bereit und den macht er. Wichtig. Grazer gegen Honu, zwei sehr athletische, temporeiche Spieler. Morgan, toller Pass und Moore wird abgeräumt von Devontae McCall. Wow, Ralph Honu räumt ab und kriegt dafür Sonderapplaus in der Ische und wir schauen noch mal drauf. Boah. Er ist nicht der Größte. Block ist gut, aber die Tatsache, dass Cooks da so hinkommt, muss man auch vorher unterbinden. Damit meine ich die Team-Defense. Und wow. Was für ein Dank von Christen. Also der ist jetzt völlig. Wo kam der denn her? Dabei. Können die Karlsruher nochmal rankommen? Vor Ende der ersten Halbzeit. Jetzt erstmal der Ballverlust. Fastbreak Münster. Wow! Javara auf Gross. Weitzel. Für drei. Das war in den letzten Duellen durchaus immer ein Problem, dass man auch schwer ins Spiel reingekommen ist. Das muss schon Mut machen, der Start heute. Karlsruhe hält dagegen, McDonald. Nächster Dreier. Komm, wirklich sehr gut rausgespielt, auch sehr gut gesehen von Kleistowitsch. Aber da antwortet Henry. Ein interessantes Duell hier, aber legt raus auf Warnholz und Warnholz mit seinen ersten. Hier fehlt mir bei Kirchheim ein bisschen das Zusammenspiel, was wir in den letzten, sehr gut verteidigt von Elton Pickett. Sommer in Paris spielt für die beiden Teams hier irgendwie im Kopf eine Rolle, diese Stimmung, die da entstanden ist beim 3x3, beim Herrn Basketball. Oh, jetzt Moment, Alley-oop, Bucks auf DeMarcus Demonia. Das passt zur Frage. Glaubst du, dass da sehr gut. Ball läuft wieder in den Reihen der Bayreuther in der zweiten Hälfte? Schönes Anspiel, da ist er am Korb, Demonia kann den Ball nicht kontrollieren, Stucky mit dem Stil und das werden zwei einfache Punkte für Gaines. Ja. Die pressen jetzt übers ganze Feld, da ergeben sich natürlich Lücken in der Verteidigung. JJ Mann individuell stark gelöst von ihm. Giosse in seiner zweiten Gladiatoren-Spielzeit. Schöner Pass von Niedermanner.
athletisches Finish. Eins fürs Highlight-Tape von der Nummer. Kontrolle ins Spiel der Guardians. Wilde Aktion da unterm Korb. 3 Punkte für Koblenz. Jetzt auch mal gut rausgespielt von dem Bochumer. Belohnen sich mit dem Dreier. Von Lars Kamp